Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ihr sondern Julians letztes Video gesehen habt. Denn wir sind ja gerade in Dubai und er hat so die ersten zwei Tage in einem kleinen Vlog begleitet. Und ich dachte mir, ich starte direkt im Anschluss. Wir haben uns jetzt alle ready gemacht und sind auf dem Weg. Wohin, Leo? Zu Schmetterlingen. Absolut korrekt. Wir fahren in so einen riesengroßen Garten. Da waren wir sogar schon mal, aber das hast du verpennt, Leo. Mit Schmetterlingen. Stimmt, da waren wir schon mal, da war der Leo ganz klein. Hast du dein Ticket, Leo? Thank you. Boah, guck mal, Leo, wie schön sieht das denn aus? Spider-Man! Oh, das geht ja gut los. Wir sind jetzt in diesem Miracle Garden angekommen. Es ist einfach so krass hier. Und die Mona hat natürlich schon wieder eine Katze gefunden. War klar, oder? Das war ja klar. Wo sind eigentlich Julian und Raphael? Sind die weg? Ja. Du siehst super hübsch aus, Baby. An meiner Seite. Regenschirme überall. Nee, danke. Hier kann man glücklichen Mais kaufen. Übrigens nerven diese Ballons so krass, die fliegen einem einfach die ganze Zeit im Gesicht rum. Und wir haben die Schmetterlinge gefunden. Und die Emmy will sie sofort auf die Hand nehmen. Auf die Hand nehmen? Aua. Nee, die machen nicht Aua. Oh, irgendwas hat mich angepisst, glaube ich. Ist gerade richtig nass geworden, oder? Ja. Das ist komplett nass im Gesicht. Hier. Wo? Was wirklich? Denn? Auf dem Kopf ist voll. Schmetterlings. Ich bin voller Schmetterlinge. Guck mal da, mein Papa auch. Guck mal da, Leo. Oh, der sitzt auf dem Leo. Oh, wow. Nicht anfassen, ne? Der kann nichts tun, Schatz. Der kann nur flattern. Weil ich so ruhig war. Genau, weil du so ruhig warst, ne? Das ist wirklich ganz, ganz komisch, das Gefühl. Wir sind echt, das ist die Butterfly Boys. Oh, Emmy und Leo bekommen jetzt einen Schmetterling ins Gesicht gemalt. Hier gibt es nämlich so eine Schminkstation. Das haben die natürlich sofort entdeckt. Geil, wie die Emmy hier mit der Mona Händchen hält. Das ist so schön. Weißt du dich? High five. High five. Emmy, welche Farbe hast du dir ausgesucht? Das ist die. Gelb und Pink wollte die Emmy haben. Geil, jetzt geht's ab, Leute. Wow. Ich habe früher in Amerika immer getrunken. Ja. Ich glaube, ich habe Trockeneis verschluckt. Ist das gut? Sind das Süßigkeiten da unten? Aber ja, korrekt. Nein. Lass sie mal rausfischen. Ich will die haben jetzt. Talent, wer als erstes ein Ding mit dem Sträumen rausgeholt hat. Und let's go. Nee, Raphael, das war mein. Such dein eigenes Ding. Und nee, jetzt, meine Challenges verletzen uns immer. Wir müssen reinsteigern. Oha, krass, so eine ganze Schnur. Raphael, ich habe die Challenge gewonnen. Oh. Wir sind im Spieleparadies. Wir sind gerade im spontan dran vorbeigelaufen und natürlich sofort für Emmy und Leo reingegangen. Und jetzt gucken wir mal, was hier alles so gibt. Übrigens war ich barfuß, deswegen musste ich hier so komische Dinger anziehen und direkt Löcher an meinen Zehen. Mega geil. Leo, wo bist du denn? Oh, da bist du! Schon in der Rutsche steckst du? Ja, okay. Ah, nee, das ist ja gut. Hallo Julian, bist du da unten? Ja, warte. Cool, ich kann sehen, was du auf deinem Handy machst. Ich hab gerade ein Bild gepostet, das lädt aber nicht mehr. Oh, geil. Ich weiß nicht, ob es online ist. Ich hab meinen Sohn verloren. Leo? Leo? Wo bist du? Oh, du bist ja super schnell. Oh, da ist die Rutsche. Boah, die ist aber ganz schön steil, mein Freund. Oh! Boah, wie schnell! Boah, die war übel schnell. Ich glaube, ich habe mehr Spaß als die Kinder. Hast du unseren Sohn? Dem geht's gut, ja, ja. Ja, brauchst du Hilfe? Ja. Okay, wohin? Ray, willkommen, hier ist auch noch eine Rutsche. Hier ist eine Rutsche. Frau meinte gerade, wenn wir nur einen Ball treffen, dann gewinnen wir so einen großen Husky. Und? Ja! Oh! Und?
Oh Mann! Du bist so ein krasser Loser. Das war's damit, mein Lieber. Also Bianca hat sich Essen bestellt. Bianca ist eingeschlafen. Fast. Ich bin nicht am Schlafen. Ich Das heißt, dein Plan ist es, gleich aufzuwachen und zu speisen. Mega geil. Wir werden jetzt einen Podcast aufnehmen, eine Podcast-Folge. So, es kann nur chaotisch werden. Wir Wonach sitzen die hier Weiße? Mit Pringles, einer Wärmeflasche. Er ist heute unser Ehrengast, der wird singen. Hat gerade schon gesagt, er ist so aufgeregt, dass er sogar kotzen muss. Ich hab Bühnenfieber. Muss. Was möchtest du mitteilen? Jellybeans sind so, so gut. Ja, ich verlinke ihn euch. Ist online, wenn dieses Video online geht. Ganz oben in der Infobox, schaut unbedingt vorbei. Wir werden nämlich jetzt eine Song-Challenge machen, ne? Wir werden jetzt singen. Die Rarieren der Raffi wird verlieren. Ich werde hier so hart einen weggolfen, ey. Das glaubt ihr gar nicht, ey. Aber du bist leicht dran, aber Schatz. Warte noch hinter der roten Linie, ja? Mach erst hinter der roten Linie warten. Wie? Oha! Was? 100 Meter circa, ne? Du hast den Ball 100 Meter weggetrümmert. Ich bin ein Pro. Mach den 100 Meter Dance. Oh, da kam der neue Ball schon raus. Nein! Yeah! So, jetzt macht der Leo den Turbo. Oh! Der Leo hat sogar eben getroffen, und zwar 33 Yards. Der Typ hat er jetzt gesehen, wie die Bibi geschossen hat. Ja, da geht alles so rein. Das wäre das erste Richtig. Die Toilette ist da hinten, Bibi. Bibi ist auf Ärger aus. Das ist meine Cousine. Ich entschuldige mich für meine Familie. Guten Morgen. Oh. Ich habe gar nicht so viel getrunken. Was machst du da? Ich will baden. Oh. Ich werde mich jetzt föhnen gehen. So, ich muss sagen, mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Also irgendwas vom gestrigen Abend habe ich euch bestimmt gerade eben ins Video reingeschnitten. Das weiß ich noch nicht. Julian sagt, ich darf's nicht. Er hat ein Video von uns gehört, das ist wirklich. Aber wir hatten einen ganz, ganz tollen Abend. Die Mona war so lieb und ist dann mit den Kindern vom Topgolf ein bisschen früher zurück ins Hotelzimmer, weil die echt irgendwann sehr müde geworden sind. Und wir sind noch da geblieben, haben noch bestimmt über eine Stunde da gespielt und sind dann in eine Bar gefahren. Ja. Ich habe gestern realisiert, wie alt wir sind. Warum? In dem Moment, als ich gemerkt habe, dass unser Sohn eine Golf-Member-Card hat. Das ist absolut korrekt. Er hat eine eigene Member-Card gebraucht für und Top bekommen. Golf. So geil. Komm jetzt. Was macht sie denn da? 3 hours later. Na, endlich. Übrigens, gut gevloggt hast du heute. Ja, heute habe ich tatsächlich sehr abgelost. Onkel Rafi ist schon wieder in irgendeinem Sonnenbrillenladen und ich dachte mir, ich bin jetzt der krasseste Ehrenmann und hol der Bibi Blumen. Ich habe nämlich hier so einen Blumenladen gefunden und dachte mir, die wird sich bestimmt über Blumen freuen, nicht wahr? Hier. So, da sind sie. Sehen die nicht schön aus? Leben die noch? Ist ein bisschen verwelkt. Bisschen, ne? Ja. Also riecht ein bisschen vergammelt. Mann. Bitte schön. Danke sehr. Wir haben uns ganz furchtbar schlimm verlaufen. Boah, die riechen aber krass. Shopping-Ausbeute. Oh. Wow. Oh. Ja, die sind geil. Danke hat sich Schuhe gekauft. Und ich sollte sie jetzt dabei filmen. Das ist mega geil. Von der 1 bis einer 10 würde ich denen dir 12 geben. Ja! Die sind wirklich, also mir gefallen sie auch. Zeig mal. Schön. Ja, seitlich. Guck mal, die Sohle von unten, die ist auch schön. Noch. Noch schön. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich die auch draußen trage. Oder draußen? Muss ich die auch draußen tragen? Ja. Oh, die sind so schön. Aber was ist, wenn die dreckig werden? Wie reinigt man die? Also, das ist halt einfach ein Handtuchstoff, ne? Rein theoretisch muss man das ausschälen. Sind die Zähne jetzt beendet? Darf ich die auch mal anprobieren? Eine Golddublone. Blub, blub, blub. Der Schatz des Holländers. Blub, blub, blub. Plastik!
So, ihr Lieben, ich würde sagen, ich beende dieses Video an dieser Stelle mal. Ich sehe unendlich fertig aus. Steckt mal die Kinder ultra laut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Schaut unbedingt in der Infobox vorbei, denn da haben wir euch unsere neue Podcast-Folge verlinkt. Und Julans neues Video ist da natürlich auch verlinkt. Bis zum nächsten Mal und tschüssikowski. Bis dann, Iwanski. Tschüssi.